Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Nun sind wir auf dem Friedhof und wollen irgendwie zu dieser Highschool gelangen. Ich würde sagen, schauen wir uns das Ganze mal an. So, da ich das letzte Mal ausgemacht habe, haben wir jetzt wieder diese Untoten, die sich, keine Ahnung, die Brustwarzen lecken oder so. Sieht zumindest so aus, aber so viel wir herausgefunden haben, können wir sie einfach erwürgen. Was immer noch seltsam ist, meiner Meinung nach. Ja, genau, und du stechst ihn einfach mal ab. Yay. So, den da hinten noch holen. Nimm mich nicht von vorne ran, Junge. Klack, genau, dreht ihm den Schädel ein und zack, hat sich die Geschichte. So. Ach, Revolvermunition mitnehmen, immer wichtig. Wie sich in der letzten Folge gezeigt hat, oder war es die vorletzte, keine Ahnung. So, hier sollten eigentlich irgendwo Klicker sein. So wie ich vom letzten Mal weiß. Ah, da ist ja einer. Ach, wie schön. So, jetzt habe ich natürlich keinen Plan. Muss ich da hoch? Oder muss ich da hinten irgendwo lang? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal da hinten lang und schauen, was uns erwartet. Ja, was uns hier erwartet, ist dasselbe wie da drüben. Einen großen Haufen Scheiße. Ist halt irgendwie ein bisschen blöd, finde ich, dass wir hier. Moment, Moment, wir haben doch da was. Da haben wir doch irgendwo, haben wir doch eine Karte gehabt. Artefakte. Bildskarte. Hier. Vergrößern. Wow. Der hat sich Mühe gemacht. Oh mein Gott. Das hätte ja mein kleiner Cousin, der glaube ich 6 Jahre alt ist, besser hingekommen. So, Barrikade. Ah, das ist mal wieder eine traurige Geschichte. Wow. Ich sterbe, Leute. Ich sterbe. Yeah. Das macht die alten Säcke. Ist die Kacke, wenn man keine Messer mehr hat. Füge den Nahkampf eine Klinge für einen noch gnadenlosen Angriff hinzu. Echt? Das war nicht geplant, dieser Angriff. Okay, die zwei leben nicht mehr, der da hinten lebt noch. Das ist natürlich alles wieder richtig logisch, Leute. Hallo, mein Bruder, möchtest du auch mal in die Kamera? Und wieder den Schädel eingetreten. Yeah! Ich habe keine Ahnung, ob du reinkommst, weil diese Kamera kein Wendebildschirm hat. Muss halt in die Nähe von meinem Kopf, ansonsten. Guten Tag. Hallo. Okay, so. Mal schauen, ob wir diesmal durchkommen. Ich meine, der Weg da hinten, der sah doch ganz gut aus, weil da war nur ein Klicker. Und das andere waren so normale Zombies, die werden wir noch hinbekommen, oder? Das schaffen wir. Ich vertraue darauf. Ich muss mal schauen, vielleicht kann ich irgendeine Klingenwaffe herstellen, natürlich. Medikit, ja. Das ist schön. Brauch auch nicht herstellen. Kannst ja echt gar nichts herstellen hier. Junge, du bist echt ein armes Sau. Oh, verdammt. Hallo? Okay, weg, weg, weg. Und schon wieder hat sie uns. Yeah! Jetzt haben wir auch wieder den Nachteil. Auf der anderen Seite sind zwar ganz viele Klicker da oben, auf der anderen Seite haben wir da drüben normale, die uns sehen können. Genau wie dieser Typ, der irgendwie komischerweise immer wieder dasteht. Die anderen sind alle tot, aber dieser steht immer da und lutscht sich an den Nippeln. Und schon wieder den Schädel eingetreten. Langsam muss er doch Kopfschmerzen haben. Alter, sieht das fies aus. Komm, schauen wir uns mal an. Boah. Okay. Ich glaube, es ist diesmal sogar besser, wenn wir uns einfach frontal durchschleichen. Wird vermutlich das Beste sein. Oh. So. Bro.
Haben wir irgendwo einen Stein? Da haben wir Stein. Weitwurf! Also da ist ja auch ein normaler dabei. Verdammte Scheiße. Okay, Leute. Wo ist die Schlampe? Oder was heißt Schlampe? Die Sau. Ah! Verreck doch. Boah. Ja, die Schrotwinde gefällt mir ja richtig gut hier. Na, ist voll, aha. Na, warte mal, gleich nicht mehr. Gleich können wir wieder aufheben. Jawohl. Die Shotgun, die ist richtig geil. Die macht richtig Fun. So, jetzt gehen wir mal schön auf die Zombiejagd. Juhu. Yippie-i-di, yippie-i-yay. Da oben ist bestimmt irgendwas drin. Ich riech's jetzt schon. Ah nein, das bin ich. Hallo! Wenn ich auch eine Waffe hätte, könnte ich auch ein paar erledigen. Hallo. Oder Klappe halten! Aber halt die Fresse! Wir sind hier in einem zombie-verseuchten Gebiet, da labert man nicht einfach an ein Gespräch an die Backe. Eine Flasche. Steine. Oh yeah. Irgendwas mit Erste Hilfe. Ein Müsli. Kann man natürlich nicht gebrauchen, Müsli. Noch ein Müsli, Alter, gibt's hier viel Müsli. So, mir fällt auf, mein Kantholz ist gleich wieder defekt. De facto im Arsch. Und mir geht langsam die Sprache weg. Ich werde heiser. Halleluja, 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 Halleluja. Neues Kantholz. Alter, es fliegt darum. Eine Schere. Jetzt kann ich schon wieder was bauen, oder? Oh, Menno. Das ist doch nicht cool. Geh mal aus dem Weg hier. Alter, Mann. Du sollst aus dem Weg gehen, du Sauhund. So, wir haben jetzt festgestellt, hier kommen wir nicht weiter. Also bleibt uns nichts anderes übrig, wie uns hier weiter durchzukämpfen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich meine, die normalen Zombies, die gehen ja noch Klicker, sind halt die Sache, die mich so ein bisschen aufregt. Ein klein wenig einschränken tut. Oh, verdammt. Ab aufs Dach. Sind wir relativ sicher. Alter, wo kommt der her? Klicke! Na, ja, oder so. Auch schön, ne? Ich will auch eine Machete. Verdammte Kacke hier. Oh, ein bisschen Blut hier, ne? Ein bisschen Blut, immer schön. Das lockt ja die Viecher auch nicht an. Nein, das ist... Die wollen kein Blut, die wollen Honig. Honig. Oh, yeah. Alter, geil. Ein Basie mit Nägel. Alter, das Ding brauche ich. Boah. Krasse Nummer. Na gut, was heißt Nägel und Schere? Ja, ja. Kann ich jetzt langsam mal wieder was bauen hier? Alter, ich kann echt... Oh, ich kann Messer herstellen. Oh ja. Falscher Knopf. Ha, ich kann Messer herstellen. Ja. Hat das hergestellt? Das ist schön. Ja, ja, nein, ich will kein Medikit benutzen. Ich möchte meine Knarre. So. Ich brauche mehr Schrott für Muni. Ist da jemand drin?
kommen Sie raus mit erhobenen Händen. Oh, ich hab's sogar. Oh yeah, ein Bogen, Pfeil. Schöne Sache. Ja, ich kann sogar mehr mitnehmen. Wollt ihr mich alle veräppeln? Ich dachte, ich kann nur eintragen. Habe ich mich wohl geirrt. Für Munition drücken zum Ausrüsten. Hä? Hallo? Ist da jemand? Es wäre lieb von euch, wenn ihr euch melden würdet. Damit ich weiß, wo ihr sitzt. Ihr alten Zicke. Hallo? Oh, Atemweg. Hier lang. Sie ist von drin verriegelt. Wie wäre es denn damit? Was, die Katzentür? Joel, das ist dein Ding. Wollt ihr mich verarschen? Da passt doch kein Mensch durch. Sei sehr vorsichtig. Na klar. Vielleicht wäre eine Waffe echt nicht schlecht. Okay, Bill. Bringen Sie noch mehr von diesen Klickerdingern. Okay, da haben wir schon mal reingeschafft. Sie haben uns nicht gesehen. Nein, das ist alles in Deckung bleiben. Vorsichtig. Oh mein Gott, Klicker. Entweder töten oder nicht. Noch dafür checken wir zuerst die Situation. Da hinten ist noch einer. Immer diese scheiß Klickerster. Ich würde sagen töten, oder? Wobei die Munition natürlich schon scheiße knapp ist. Also wäre es vielleicht besser nicht zu töten, sondern vorbeizuschleichen. Gott sei Dank sind die Viecher blind. Nicht den Stuhl. Nicht den Stuhl. Okay, da steht der andere rum. Alter, das sind ja ein ganzer Haufen hier. Das ist ja richtig brutal. Ho, ho, ho. Steht auch mal einer gechillt rum. Alter, was liegt da rum? Schrotflintmunition, verdammte Scheiße. Verdammt. Ja, so ist das. Wenn man Munition aufheben will und einfach mal jemand absticht. So ist das schön. So. Mädel, komm schon. Wir gehen. Wir haben einen getötet. Das reicht uns für heute. Okay, los, hoch jetzt. Aufs Wohnmobil und rüber. Das sollte reichen. Na los, na los, na los! Alter, was? Was macht denn für eine Hektik? Ein Baumhaus, yay! Wer hat das da gelassen? Hast du Freunde hier? Nein, aber ich kann mir schon denken, wer den Weg nutzen könnte. Die Schule ist hier nicht mal. Gehen wir rein. Alter, laber nicht so viel. Das lockt doch nur die Jungs an. Bisschen plündern. Mada. Cool, Alk. Cool, eine Schere. Haben wir hier noch was? Hey, Joel! Ja? Was denn los hier? Oh, cool. Alk. Oh, noch besser, ein Messer. Oh, cool, Alk. Oh, cool, ein Garagentor. Hilf mir mal kurz. Noch mehr Pfeile. Gib mir die Pfeile. Garagentor. Ja, ja. Das wollte ich schon immer mal sehen. Garagentor. Was habe ich gesagt? Da ist der Truck. Ragt aus der Schule raus. Und das wollte ich definitiv nicht sehen. Da hinten sind einige.
Einige? Ein geiler Typ, Alter. Einige, Alter, das ist abartig. Vor allem sind das alles Sehende. Das müssen wir direkt mal auflösen hier, sodass sie nicht mehr sehen können. Aber das Ganze tun wir in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein.